Hallo und herzlich willkommen zu Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich grüße dich von Herzen und danke dir jetzt schon, dass du heute hier mit mir die Zeit verbringst und wir gemeinsam über ja, ein sehr, sehr wundervolles Thema sprechen können. Denn ich selbst bin zweifache Mama und habe die wichtigsten Dinge in meinem Leben von meinen Kindern gelernt. Vieles davon wende ich täglich an im Bereich Bewegung, im Bereich persönliche Weiterentwicklung und auch für meine persönlichen Herausforderungen auf mentaler und körperlicher Ebene. Und genau darüber möchte ich heute auch mit dir sprechen, über all die wundervollen Dinge, die unsere Kinder oder Kinder allgemein uns beibringen können. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Bevor ich in das heutige Thema so richtig tief einsteige, möchte ich ganz klar sagen, wir alle sind unterschiedliche Menschen. Wir alle nehmen Dinge unterschiedlich wahr und wenn du selbst Kinder hast und heute während der Podcast-Episode vielleicht das ein oder andere Mal an sie denken musst, werd dir einfach bewusst, dass auch unsere Kinder so unterschiedlich und wunderbar sind, wie wir alle auf dieser Erde. Und das darf auch sein. Und besonders in dieser heutigen Episode spreche ich von meinen eigenen Erfahrungen, von den Beobachtungen, die ich tue und ja, die ich in meinen Alltag integriert habe. Deswegen sehe es mir nach, wenn ich eventuell dich trigger und du eventuell die ein oder andere Beobachtung nicht gemacht hast. Sehe es mir nach, wenn ich eventuell Dinge bewerte, die bei dir in deinem Alltag keine Rolle spielen. Sehe es mir einfach nach, dass ich auch dieses Thema ganz individuell und ja, aus mir heraus darstelle. Ja, unsere Kinder. Unsere Kinder sind so, so, so wertvoll. Und damit meine ich alle Kinder. Also nicht nur meine eigenen, sondern wirklich alle Kinder auf dieser Erde. Denn ich habe nicht nur von meinen eigenen Kindern in meinem Leben gelernt, sondern schon von vielen anderen Kindern. Schon weit bevor ich selbst Kinder hatte und jetzt auch als ich selbst Kinder jetzt hatte von anderen Kindern aus anderen Familien, die ganz einfach noch ein bisschen anders ticken. Und ich habe so viele Dinge daraus übernommen in diesen Beobachtungen und bin wirklich dankbar, dass ich mit so vielen Kindern in meinem Leben bisher in Kontakt war und hoffe, dass ich noch ganz vielen unterschiedlichen begegnen darf und ja, immer wieder ein kleines Stück mitnehmen darf. Denn wenn wir mal unsere Kinder beobachten, wenn sie auf die Welt kommen, ist das schon eine wahrhafte Intelligenz. Ich bin so begeistert, als ich das tatsächlich beobachtet habe, dass meine Kinder, als sie aus dem Mutterleib herausgekommen sind und schon diese Arbeit herauszukommen, war schon grandios. Und diese kleinen Wesen kommen total vollkommen auf die Erde. Und die Natur hat es so vorgesehen, dass die Kinder rein theoretisch, wenn nicht so in der heutigen Gesellschaft so viele Menschen einfach ja, helfen würden, würde der Säugling tatsächlich anfangen zu krabbeln, an der Mutter sich hinaufhangeln und die Brust suchen, um den ersten Kontakt aufzunehmen, um ja, den ersten Nahrungsaufnahmeversuch zu starten. Ich finde das schon wirklich grandios, was in diesen ersten Minuten ganz einfach passieren kann. Wenn wir es jetzt mal ein bisschen beschleunigen und wir mal betrachten, was diese Kinder, diese wundervollen kleinen Wesen innerhalb eines Jahres lernen können oder innerhalb von 2 Jahren. Und wenn wir mal ihre Anatomie zum Anfang betrachten, diese riesengroßen Köpfe mit diesen riesengroßen Augen, die ja von der Natur vorgesehen sind, dass wir natürlich liebevoll mit unseren Kindern umgehen, dann ist es schon Wahnsinn, dass die sich auf einmal umdrehen und diesen schweren, riesengroßen Kopf anheben können, um uns dann anzusehen.
Und ich finde es grandios, dass diese Kinder auf einmal anfangen, sich hinzusetzen, zu krabbeln und zu gehen. Und das innerhalb von so kurzer Zeit. Sie lernen so wahnsinnig viel. Und ich habe meine eigenen Kinder so oft beobachtet und habe festgestellt, wie wachsam diese kleinen Wesen bereits sind. Dass sie alles wahrnehmen, jede kleine Lichtveränderung, jedes Geräusch. Jeder Ton, der irgendwo anders ist als sonst, lässt sie aufhorchen und ja, so eine Art Achtsamkeit einfach aufleben im gesamten Raum. Und ich finde das so wundervoll ansteckend. Und wenn ich an mich selbst denke, zur damaligen Zeit, als meine Tochter geboren wurde, war ich ja, wenn man es genau nimmt, ein mentales Wrack. Ich hatte mich zwar ganz gut im Griff, sage ich mal, aber in mir, meine gesamte Innenwelt war ja so unruhig. Ich hatte so ein unwahrscheinliches Gedankenkarussell, konnte ich schon so immer relativ schwer einschlafen. Und dann kamen noch die ganzen Sorgen des Mutterseins dazu. Dieses, ach, mache ich das richtig? Wann hat mein Kind Hunger? Verstehe ich die Sprache meines Kindes, wenn es so rumklingelt? Und ich bin damals, und das wirklich tatsächlich, ja, auf Zehenspitzen durch die Wohnung gegangen, damit ich mein Kind nicht störe und habe immer versucht, dass alles leise ist und dass sie auch gar nicht irgendwie in irgendwelche komischen Situationen kommt. Und ja, aus heutiger Sicht ist das echt witzig. Meine Tochter hat mir da so viel gelernt. Sie hat mir beigebracht, was Achtsamkeit ist und dass Achtsamkeit nichts damit zu tun hat, dass ich auf Zehenspitzen durch meine Wohnung gehe. Dass Achtsamkeit bedeutet, die kleinen Dinge festzustellen. Und nicht die Ruhe im Außen zu finden. Die Ruhe im Innen, das hat sie mir beigebracht. Und ich bin ihr ja, von Herzen so dankbar. Ich bin ihr so dankbar, dass sie in meinem Leben getreten ist und mir wirklich wortwörtlich mich dazu gezwungen hat, bei mir in meiner Innenwelt aufzuräumen. Denn als meine Tochter geboren wurde, wurden mir so viele Dinge in meinem Leben klar. Mir wurden ganz viele Dinge klar, die einfach nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir gewünscht hätte als eigenes Kind. Mir sind so viele Dinge einfach bewusst geworden. Die größten Schmerzanteile in meinem Leben, die größten Verletzungen. Und sie hat mich von Anfang an gelernt, erst hinzusehen und dann einfach sie loszulassen. Zu verzeihen, aufzuräumen und zu entrümpeln. Das hat meine Tochter mir geschenkt. Dieses wahnsinnige Geschenk hat sie einfach mit in mein Leben gebracht. Genau. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Bewegung. Denn was unsere Kinder uns allen beibringen können, ist tatsächlich die Ursprünge unseres Körpers. Wenn wir beginnen, unsere Kinder zu beobachten, wie sie sich ganz intuitiv bewegen, wie sie eventuell nicht still sitzen können auf einem Stuhl, wie sie in dieser Sitzhaltung eines gesellschaftlich korrekten Stuhls einfach nicht sitzen können, weil sie wortwörtlich Hummeln im Hintern haben, dann können wir ganz, ganz, ganz viel lernen. Wir können von ihnen lernen, wie eine tiefe Hocke aussieht und wie natürlich das ist. Die tiefe Hocke ist in manchen Völkern eine Art und Weise zu essen, sich auszuruhen, zu verweilen am Feuer. Und die tiefe Hocke ist für so, so viele Sportarten essentiell wichtig. Zum Beispiel als Läufer ist es in meiner Wahrnehmung eins mit der wichtigsten Übungen, dass wir ganz einfach dieses Vermögen uns erhalten bzw. wiedererlangen. Und ich beobachte immer sehr, sehr viele Menschen, die sagen, ja, kann ich nicht, geht nicht. Und dann war es das für die. Ich finde, da fängt das Ganze schon an. Denn unser Körper hat zu jeder Zeit den Anspruch, unseren eigenen Willen bzw. den Dingen, die wir erreichen wollen, einfach umzusetzen. Unser Körper passt sich an. Natürlich ist immer die Voraussetzung, dass du anatomisch gesund bist bzw. deine Anatomie jetzt nicht irgendeine Besonderheit aufweist. Aber auch hier möchte ich ganz klar sagen, in meiner Wahrnehmung ist gerade unsere Schwäche die größte Stärke, denn hier ruht das größte Wachstumspotenzial.
Natürlich, wenn du jetzt eine anatomische Veränderung hast, beziehungsweise auch aufgrund eines Unfalles oder sonstigen anderen Voraussetzungen einfach Dinge nicht tun kannst, ist es natürlich was, was man sich individuell anschauen darf. Aber grundsätzlich ist es einfach so, wenn wir unsere Kinder beobachten, was sie einfach noch können, sollten wir überlegen, warum wir es nicht mehr können. Was ist also passiert, dass so viele Menschen es nicht schaffen, sich in die tiefe Hocke zu setzen? Was ist passiert, dass so, so viele Menschen beispielsweise verformte Füße haben, dass sie ganz viele Schmerzen haben an verschiedenen Körperstellen? Und ich lade dich da wirklich ein, wenn du ein Kind in deiner Umgebung hast, schau es dir an. Schau es dir an, wie es sich bewegt. Und beginne einfach mal diese intuitiven Reaktionen deines Kindes oder der Kinder in deiner Umgebung einfach mal zu beobachten und zu reflektieren. Viele, viele Kinder machen beispielsweise ganz, ganz, ganz intuitiv eins, die ziehen die Socken aus, die ziehen die Schuhe aus. Und in meiner Wahrnehmung das Wertvollste überhaupt. Wir fallen in unserer Umgebung sehr häufig auf, weil unsere Kinder und auch wir viel barfuß laufen. Also es das heißt, auch jetzt zu dieser Jahreszeit, wenn ich dann mal den Müll schnell runterbringe, wenn ich keine Schuhe an habe, naja, dann habe ich keine Schuhe an. Und auch hier zu Hause, wir haben keine Hausschuhe. Ich habe meine Wollsocken und ich habe auch so eine, ja, Schluppen aus Wallwalk. Aber die sind alle, also die werden quasi rausgeholt im äußersten Notfall. Wirklich im äußersten Notfall, wenn es wirklich kalt ist. Genau, ansonsten laufen wir barfuß. Und bei meinem Sohn war es sogar noch ein bisschen heftiger. Der ist ja ein Maikind und der ist ja quasi die ganze Zeit barfuß gewesen. Und auch der erste Winter war nicht besonders kalt und auch der zweite war nicht besonders kalt. Und dadurch hat er nie wirklich richtige Schuhe angehabt. Und erst als es dann losging, wirklich so Kita und Co. und die Kita dann doch auf geschlossene Schuhe teilweise besteht, haben wir uns dann was einfallen lassen, natürlich dann auch fußgesundheitsgerecht, so wie wir es zumindest annehmen. Und aber dieser Gedanke dahinter, dass unsere Kinder einfach diese Schuhe nicht wollen, ist in meiner Wahrnehmung ganz wichtig, denn unsere Füße sind unser Fundament und wir sperren das Fundament ein. Stellen wir uns doch mal vor, dass wir ein Haus bauen wollen, was vielleicht eine Grundfläche von 100 Quadratmetern hat und wir zwängen das Fundament auf eine Grundfläche von 20 Quadratmeter. Was ist denn dann mit den restlichen 80 Quadratmetern? Die müssen ja dann frei schweben, beziehungsweise würden die ja dann auf Sand stehen. Und ich sehe es jetzt gerade im Winter, jetzt hat es bei uns ein bisschen geschneit gehabt. Und da sehe ich mal die Fußabdrücke im Schnee. Und die meisten Schuhe, die ich dort sehe, gehen vorne spitz zusammen. Und wenn ich meine eigenen Füße ansehe, und die sind ja wirklich sehr breit, frage ich mich immer, wie ich da reinpassen könnte. Ich würde da nicht reinpassen. Ich habe ja schon eine Herausforderung mit wirklich breiten Barfußschuhen dort reinzupassen, weil ich wirklich breite Füße habe. Was im Übrigen auch vom Barfußlaufen kommt und ich halt einfach für mich entschieden habe, dass ich gegen die Schuhindustrie, auch gegen die Barfußschuhindustrie einfach rebelliere und ich weiß ja nicht, was ich tue, aber ich werde in meinem Leben irgendwann mal einen Schuh finden, wenn ich ihn nicht selbst sogar herstelle, der mir passt. Genau. Zurück zum Thema. Falls du die Möglichkeit hast, bei einem Babyfuß mal genauer hinzuschauen, wirst du feststellen, dass dieser so eine Art Dreieck darstellt. Und das ist die natürliche Form unserer Füße. Und bereits manche Babysocken sind so eng, dass diese feinen, weichen Zehen so zusammengedrückt werden. Und die Knochen und die Sehnen von Babys sind ja noch so, 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 ja, instabil, sage ich mal. Also sie sind nicht instabil, das ist das falsche Wort, definitiv, sondern sie sind halt schon noch so weich und so doll verformbar. Deswegen gib diesen Impuls nach, lass die Füße frei. Und es ist im Übrigen das Gesündeste, was ihr einfach tun könnt für die Füße eurer Kinder, dass sie barfuß laufen können, dass die Fußmuskulatur arbeiten darf, dass alle sämtliche Gelenke im Fuß arbeiten dürfen. Unsere Füße bestehen jeweils aus 26 Knochen, 27 Gelenken und 32 Muskeln, die mit
über hunderten von Seen miteinander verbunden sind. Das muss man sich mal überlegen. Und wenn du jetzt mal an deine eigenen Füße denkst und mal ganz ehrlich zu dir bist, benutzt du alle? Benutzt du all diese Gelenke, all diese Muskeln? Benutzt du sie oder musst du dir eingestehen, dass deine Füße relativ wenig Platz haben in den Schuhen und ja, Bewegungsfreiheit in deinem Alltag? Und dabei ist es so wichtig, denn wie gesagt, unsere Füße sind unser Fundament. Und wenn wir bereits unseren Kindern die Möglichkeit geben, ganz intuitiv ihr eigenes Fundament auszuleben und dieses Stück für Stück so zu trainieren, damit ihr junger und kleiner Körper darüber einfach erblühen kann, dass er richtig aufbauen kann, ist es einfach das größte Geschenk, was wir als Eltern in meiner Wahrnehmung geben können, körperlich gesehen. Natürlich gibt es da noch so viele weitere tolle Geschenke, die wir unserem Kind mitgeben können. Und damit meine ich keine materiellen Geschenke. Genau. Also erstmal die Füße, dann insgesamt die Bewegung. Kinder zeigen uns die Vielfältigkeit von Bewegung. Wenn wir einmal unsere Kinder beobachten, sehen wir, dass sie sich ganz, 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 ganz wundervoll auf vielfältige Art und Weise bewegen. Dass sie rennen, kriechen, dass sie robben oder was auch immer. Also den Kindern fällt ja so viel ein, wie sie sich bewegen können. Und das darf sein. Das darf sein. Denn umso vielfältiger die Bewegung, umso besser können sich einfach Muskeln, Knochen und Sehnen entwickeln. Und das können wir von unseren Kindern lernen. Gerade wenn du Sport treibst, ist dann die größte Gefahr, dass einfach deine Sportart zu einseitig ist. Also wenn du sagst, du bist sportlich und du verletzt dich stets und ständig, dann frage dich doch mal, wie vielfältig ist denn tatsächlich dein Trainingsverhalten? Wie vielfältig bewegst du dich im Alltag? Und dann beobachte mein Kind und versuche das nachzuahmen. Und unsere Kinder machen das ja wirklich von Anfang an vor, indem sie ihr Köpfchen heben, indem sie dann anfangen, sich sehr, sehr vielfältig, also das eine Kind drückt sich ja nach vorne hoch, das andere, das ja versucht erstmal rückwärts zu robben. Das ist natürlich nicht einheitlich, das ist total okay. Und deswegen, wenn ich so an mich zurückdenke, ich habe mir total einen Kopf gemacht. Oh Gott, gut, im Lehrbuch steht das und dies und jenes. Und ich hatte damals von einer guten Kollegin so ein Buch geschenkt bekommen, wo man ja genau drinne stehen hatte, wann, wie, was, wo ist. Das hat mich am Anfang, ich sage mal, unterstützt. Ich habe es dann Gott sei Dank bald weggeworfen, denn was dürfen wir denn einfach nicht vergessen? Wir sind doch immer noch diese intuitiven Kinder. Ganz, ganz tief in uns drin. Wenn wir mal alles wegnehmen, was uns beeinflusst, was uns programmiert den ganzen Tag und was uns einfach ja, betäubt und blind werden lässt für diese intuitiven Handlungen. Wir sind es noch. Und wenn wir anfangen, unsere Kinder als Vorbild zu nehmen und einfach diese Intuitivität wieder für uns erlernen, wieder anfangen, einfach Stück für Stück. Und das ist in meiner Wahrnehmung tatsächlich ein Stück für Stück Verfahren, denn es könnte sein, dass du am Anfang überfordert bist, weil das greift in das gesamte Leben ein. Definitiv. Aber ich möchte dich heute im ersten Schritt für die Bewegung begeistern. Die Begeisterung dafür, einfach deinen Kindern einen gewissen Bewegungsspielraum zu geben, ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie sich vielfältig bewegen können, dass sie vielleicht nicht stets und ständig still sitzen sollen, ruhig sein sollen, das nicht tun sollen, das nicht tun sollen. Unsere Kinder tun dies alles, um ihre Körper zu schulen, um sie zu trainieren. Und auch wenn das in unserer Wahrnehmung manchmal wie ja, Toben und sinnloses Rumbolzen an sich aneinander reiben. Meine Kinder, die ja, haben jetzt auch gerade eine Raufphase hin und wieder. Und auch das, das sind alles Kräftemessen, Grenzen austesten. Und es spielt ja auf körperlicher und auf psychologischer Ebene. Deswegen, in meiner Wahrnehmung, ist alles, was unsere Kinder tun, im ersten Schritt ein Lerneffekt, ein Ausbilden ihres Körpers, ihres Geistes. Denn die Seele ist schon perfekt. Und von der Bewegung
möchte ich auch eins sagen, unsere Kinder, die lernen ja stets und ständig was dazu. Und das hört ja auch nicht auf, wenn wir unsere Kinder einfach die Möglichkeit geben, sich auch ihr Bewegungsspektrum immer regelmäßig steigern zu lassen, geht es ja wirklich unendlich. Wenn wir unseren Kindern nicht irgendwelche Dinge implizieren, und das heißt ja nicht, dass wir das persönlich machen, sondern es kann ja auch ein Nachbar sein oder ein anderes Kind oder eine Erzieherin, dann wird es wahrscheinlich auf einen hohen Baum klettern oder es wird irgendwo balancieren wollen. Also es wird sich Stück für Stück steigern wollen. Und da darf ich dich auch einladen. Und ich musste mir da wirklich oft auf die Zunge beißen. Meine Zunge war im Übrigen sehr, sehr oft echt entzündet vom Bier auf die Zunge beißen. Als meine Tochter und mein Sohn angefangen haben zu laufen, dass ich nicht stets und ständig hinrenne und sage, ach, meine Kinder durften echt viel und sie haben sich nicht verletzt. Natürlich gibt es Gefahren, die einfach nicht gehen. Dass Kinder an einer viel befahrenen Straße sich frei bewegen, ist meiner Hinsicht fahrlässig. Ein Kind am offenen Fenster, wie wir im dritten Stock irgendwie spielen zu lassen, ist fahrlässig, ganz klar. Aber ein Kind 3 Stufen hinaufkrabbeln zu lassen, ein Kind, ja, einfach mal auszutesten, wie hoch der Tisch ist, ist in meiner Wahrnehmung einfach wertvoll. Natürlich war ich immer in Reichweite, natürlich habe ich immer einen, ja, einen Impuls gegeben, aber ich habe versucht, meine eigenen Gefühle einfach ja bei mir zu lassen. Aber da ist auch der springende Punkt, um da mal ein bisschen überzuleiten. Ich bin fester Überzeugung, dass unsere Kinder das alles spüren. Ich bin fester Überzeugung, dass meine Kinder, wenn ich in mir gedacht habe, oh Gott, ich gucke jetzt nicht hin, dass sie das gespürt haben. Und dieses Feingefühl, was diese unglaublich intelligenten Wesen haben, das ist vielen verloren gegangen. Und das liegt einfach an dieser, ja, stressigen und schnelllebigen Gesellschaft, wo ja sämtliche Sinne betäubt werden durch noch mehr Medien, noch mehr Musik, noch mehr dies, noch mehr ja, das, alles noch lauter, schneller, größer. Und dieses Hellsehen, würde ich es fast sagen, geht einfach im Laufe der Kindheit irgendwo unter. Und vielleicht hast du es auch bei deinen eigenen Kindern gemerkt, wenn du selbst einfach einen schlechten Tag hattest, wenn es dir nicht gut geht und auf einmal quengelt das Kind auch noch los. Du willst doch nur deine Ruhe und jetzt quengelt das Kind auch noch. Ja, genau das ist es. Das Kind spürt, dass es einem nicht gut geht. Und was macht es? Es hat das Gefühl, dass es ihm nicht gut geht. Und ich habe das so oft beobachtet und deswegen war es mir dann auch so wichtig, als ich das dann irgendwann verstanden habe, dass ich gedacht habe, ich muss nicht hier die Stille und die Welt anhalten im Außen. Ich darf in mir Ruhe finden. Und bei mir war es tatsächlich so, als ich dann mit meiner Tochter und meinem Mann umgezogen bin, hier nach Leipzig. Da war sie 4 Monate alt und da war ja erstmal nichts mehr. Mein Freundeskreis war weit weg, meine Familie war weit weg und ich stand letztendlich erstmal auf eigenem Bein und hatte auf einmal ganz viel Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen und mit diesem kleinen Würmchen, was den ganzen Tag meine Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich habe da so viel gelernt, ich habe da so viel gelernt, meinen Kopf einfach mal genauer zu betrachten, einfach meine gesamte Innenwelt zu betrachten und anzufangen, einfach zu lernen. Wenn ich bei mir aufräume, verändert sich alles im Außen. Wenn ich in mir Ruhe finde, wenn ich ins Gleichgewicht komme, dann hat es eine Auswirkung auf meine wundervolle Tochter, auf sämtliche Beziehungen und ja, auf mein Leben insgesamt. Und so war es dann auch. Ich habe auf einmal so viel heilen können, indem ich einfach von meiner Tochter angewiesen wurde, auf so, so schöne Art und Weise mit so einem tollen Schreien, Dauerschreien, dass ich doch gefälligst einfach mal bei mir aufräumen darf, dass ich mein Herz öffnen darf und dass ich anfangen darf, einfach alles loszulassen, was so unwichtig ist. Und ich finde, das sieht man bei Kindern so, so wundervoll, dass sie einfach wirklich das Leben genießen und dass sie diese Freude und diese Schönheit in dieser Welt sehen. Das
mir geht immer noch das Herz auf, wenn meine 5-jährige Tochter zu mir kommt und sagt: Guck mal, Mama, die Blume, Da rastet sie fast vor Freude aus. Und das findet sie so schön und das ist auch so wunderbar, dass sie sich an diesen wundervollen Dingen erfreuen kann. Dass meine Tochter eines Tages, als in diesem Jahr das erste Mal Schnee gefallen ist, dass meine Tochter leise die Treppe runtergegangen ist und ich auf einmal höre: Mama, Papa, ich glaube es nicht, es Und diese kindliche Freude und dieser Fokus auf das Wesentliche, auf das Hier und Jetzt, auf die Situation, ist einfach was, was wir uns alle wieder erlangen dürfen. Denn ich sehe hier, genau an diesem Punkt, den Grund für so viele gesellschaftlichen Probleme, für Depressionen, für sämtliche psychologischen Störungen. Natürlich gibt es auch hier gewisse Krankheitsbilder, die natürlich nicht jetzt damit reinspielen. Jedoch gibt es ganz einfach einen Punkt in unserer Gesellschaft, wo es einfach wirklich herausfordernd wurde für viele Menschen. Wir haben so viele Menschen, die ganz einfach unglücklich sind, die so verbittert sind. Und ich habe dann einfach verstanden für mich, als ich meine Tochter beobachtet habe: Hey, ich kann meiner Tochter diese Verbittertheit, diese Traurigkeit, diese Unzufriedenheit nicht weitergeben. Ich kann nicht dieses ständige Gemeckere, was stets und ständig in unserer Gesellschaft einfach überhand nimmt, einfach meiner Tochter weitergeben. Ich will es nicht, dass meine Tochter in einer Umgebung groß wird, wo der eine über den anderen herhetzt. Ja, wo man am Frühstückstisch schon über irgendwelche Menschen einfach herzieht. Das möchte ich einfach nicht. Und das sind alles Dinge, die aus uns herauskommen. Und da auch ganz klar einfach zu sehen, dass wir andere Menschen nicht ändern können, dass wir nur einzig und allein unser eigenes Verhalten gegenüber das Verhalten des anderen ändern können. Ich habe nur einen Einfluss auf mich selbst. Ich habe einen Einfluss darauf, ob mich Dinge triggern und ob ich dahin gucke, was da einfach passiert. Ich darf das und ich darf auch ganz genau hingucken, was da einfach für Emotionen in mir hochkommen. Und ich darf sie einfach bei mir bearbeiten. Und ich muss sie nicht erst bei 10 anderen Menschen breitgetreten haben. Ich darf einfach anfangen, in mir zu arbeiten. Ich darf anfangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, mit meinen Gefühlen. Und auch das zeigen uns Kinder. Unsere Kinder zeigen ihre Gefühle so, so, so offen. Und ich glaube, das wird auch mit die erste Generation sein, die auch ganz einfach auch anfangen darf, mit ihren Gefühlen zu arbeiten. Denn wenn ich jetzt meine Generation betrachte und auch die Generation natürlich davor, die ja alle noch einen gewissen Einfluss von Kriegsgenerationen haben, es ist ganz einfach so, dass da meistens kein Platz war für Gefühle. Die meisten Menschen in der Generation meiner Eltern und meiner Großeltern durften einfach funktionieren. Und es spiegelt sich ganz einfach immer und immer wieder. Und auch das wünsche ich mir für meine Kinder. Obwohl ich definitiv nicht die perfekteste Mama ever bin. Meine Kinder werden bestimmt irgendwas zu meckern haben. Das ist total in Ordnung. Und darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern es geht in meiner Wahrnehmung einfach darum, gewisse Dinge, die die Natur uns gegeben hat, und die Natur hat uns Gefühle gegeben. Die Natur hat uns Neugierde gegeben. Die Natur hat uns Bewegungsdrang gegeben. Die Natur hat uns so viele Dinge gegeben. Und viele Menschen geben sich ganz viel Mühe, genau all diese wundervollen Dinge, die von Natur aus in uns ruhen, zu unterdrücken, abzutrainieren, einzudämmen, zu verstecken. Und das ist der große, große Punkt, den ich einfach heute mit dieser Folge vermitteln will. Ich möchte so viele Menschen wie möglich einfach dazu inspirieren, dass sie anfangen, die Dinge, die einfach ihr eigenes Sein, ihr Körper, ihre Innenwelt, ihre Psyche tragen, dass sie die Dinge wieder erkennen, dass sie Dinge wieder entdecken und dass sie sie nutzen, dass sie anfangen, wieder dieses Kind, was in uns allen steckt, rauszuholen und einfach gewisse Dinge einfach wieder
mit der Intuition eines Kindes durchzuführen. Und ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, es lohnt sich. Ich war eine Zeit lang wirklich sehr, sehr, sehr straight. Und war auf einer Ebene, wo ich dachte, so, ich bin so erwachsen. Ich bin so busy. Ich bin so... Oh, ich konnte mich einfach nicht selbst leiden. Und ich habe mich auch so furchtbar ernst genommen zu dieser Zeit. Also mich selbst so ernst genommen. Und wenn ich heute so mich selbst betrachte, ja, nehme ich mich halt nicht mehr ernst. Ich bin einfach nicht so wichtig auf dieser Erde, dass ich mich tatsächlich so für ernst nehmen brauche. Ich darf einfach sein, wie ich bin. Und manchmal, ja, sage ich vielleicht das ein oder andere Wort, was vielleicht nicht ganz so richtig ist. Oder vielleicht sage ich auch manchmal Dinge zu schnell. Aber das ist okay und es, das ist nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig. Aber viele Menschen, ja, nehmen halt alles sehr, sehr, sehr ernst, nehmen sich zu ernst, zu wichtig, nehmen alles in unserem Leben so ernst und wichtig. Dabei haben wir nur dieses eine Leben in diesem Körper und auf dieser Erde. Nur dieses eine einzige. Und die meisten Menschen beschäftigen sich damit, dass sie am besten, ja, 3 bis 4 Überstunden am Tag schrubben, dass die, weiß nicht, die Kinder so gut wie möglich still sind und so weiter und so fort. Ich möchte das jetzt nicht so darstellen, als wenn ich das wirklich aus tiefstem Herzen verurteile, aber ich stelle einfach die Frage, sind wir deswegen auf der Erde? Ich habe für mich festgestellt, dass ich das nicht bin. Ich will nicht auf dieser Erde sein, um den Weltrekord im Netflix-Gucken aufzubauen. Ich gucke auch gerne mal Film. Ich gucke auch gerne irgendwie eine tolle Serie. Ich gucke total gerne irgendwelche Dokumentationen, gerade zur Motivation. Ich gucke auch gerne mal was richtig Gutes, was Hochwertiges. Aber ich muss jetzt nicht das 100. Mal Simpson in Dauerschleife gucken. Ich muss jetzt nicht mich berieseln lassen. Ich muss für mich, meine Entscheidung, keine Nachrichten gucken. Ich muss es nicht. Ich bekomme automatisch, ohne dass ich es möchte, bekomme ich alle Bestimmungen immer wieder vorgebetet. Von meinem gesamten Umfeld, von der Familie, von Freunden, von allen. Ich habe kein einziges Mal Radio gehört. Ich habe kein einziges Mal Fernsehen geguckt. Ich habe kein einziges Mal eine Nachrichtensendung geguckt. Und weiß relativ gut über Dinge Bescheid, die ich einhalten darf und die ich nicht einhalten darf. Und wenn da Fragen sind, darf ich einfach ganz liebevoll googeln. Genau. Das nur am Rande. Wichtig ist auch hier, ich möchte es auch nochmal ganz klar sagen, das sind natürlich alles meine Wege. Das ist der Weg, den ich gehe. Das muss nicht dein Weg sein. Und diese Folge sollte ich auch nicht dazu missionieren, dass du jetzt anfängst, gewisse Dinge komplett über den Haufen zu werfen. Ich möchte eine Inspiration geben, dass wir unsere Kinder vielleicht mit anderen Augen sehen, dass wir beginnen, diesen Schatz in ihnen zu sehen und nicht nur diesen Schatz, dass sie unser Erbgut tragen, sondern dass sie tatsächlich all das tun, was wir tun dürfen, was wir wieder erlernen dürfen, weil wir es vielleicht uns selbst abtrainiert haben. Ich trainiere beispielsweise fast täglich die tiefe Hocke, weil ich mir über die vielen Jahre, wo ich so schlecht trainiert und gleichzeitig mich schlecht ernährt habe, gewisse Dinge ganz einfach so verhärtet habe, dass ich da wirklich täglich dran arbeite, dass ich an diesen Defiziten jetzt immer noch ja zu tun habe, dass sie teilweise wirklich eine Herausforderung für mich darstellen, dass an Tagen, wo ich eventuell etwas gestresst bin, dass ich das tatsächlich immer noch spüre, dass dann die tiefe Hocke beispielsweise einfach mir dann etwas herausfordernder erscheint als sonst. Und ich darf da tatsächlich wirklich dran arbeiten, obwohl ich viel, viel tue für meinen Körper. Da möchte ich ganz einfach sagen, schaut hin zu euren Kindern, schaut hin zu den Kindern in eurer Umgebung, was sie einfach tun und versucht es mal nachzumachen. Versucht einfach mal ganz spontan eine Schubkarre zu machen. Meine Kinder finden es total lustig jetzt gerade immer. Komm Mama, Schubkarre spielen. Und dann nehme ich einfach so außen laufen. Also ich renne meistens hinter ihnen her. Komm her, meine Schubkarre. Schnappen ihre Füße und sie haben dann schon meistens die Hände auf dem Boden. Also ich lasse sie ja nicht einfach auf den Boden knallen. Die machen ihre Hände einfach auf den Boden und ich nehme einfach die Beine mit Schwung hoch. Und das können die. Also bei mir hat schon lange keine mehr eine
Curry gemacht, deswegen kann ich es jetzt gar nicht jetzt sagen. Ich kann ja meinen Mann nachher mal fragen, ob er mal mit mir Schubkarre spielt. Ja, witziger Gedanke. Und wäre im Übrigen eine coole Idee für ein Profilbild für diese Folge. Wir werden sehen. Genau, aber frag dich doch mal, kannst du das? Kannst du eine Schubkarre? Ich frage mich das gerade auch und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Und es gibt so, so viele Bewegungen, die unsere Kinder einfach noch tun. Und es gibt so viele, ja, emotionale Herausforderungen, wo wir Erwachsenen einfach scheitern, die unsere Kinder mit Leichtigkeit einfach machen. Unsere Kinder können sich streiten und im nächsten Moment verzeihen. Unsere Kinder können einfach Dinge, die ihnen wichtig sind, einfach durchsetzen. Sie tun alles dafür, um gewisse Dinge zu bekommen, um gewisse Dinge machen zu können. Wenn meine Kinder irgendwas ausprobieren wollen, wenn mein Sohn Fahrrad fahren will, dann ist ihm das sowas von egal. Dann zieht er mit einem Wutanfall seine Schuhe an, weil das halt noch nicht ganz so gut geht. Dann zieht er aber so lange seine Schuhe an, bis es funktioniert. Und wenn die Tür zugeschlossen ist, weil der halt leider auch dann einfach rausgeht, haben wir die Tür meistens zugeschlossen. Dann geht der nächsten Wutanfall, bis die Tür irgendwann aufgeht, also weil ich sie aufschließe natürlich. Und dann rennt er runter und dann will der Fahrrad fahren. Er bleibt fokussiert. Er bleibt einfach konzentriert an seinem Ziel. Er geht einfach durch die Wand. Und natürlich denke ich manchmal, wow, bist du krass. Aber ja, das ist ja eine Natur. Das ist eine Natur. Und ich hoffe und ich gebe mir wirklich alle Mühe, dass ich ihm das nicht abtrainiere, dass ich ihn natürlich dabei zur Seite stehe, dass er seine Gefühle ganz einfach lernt, irgendwie für sich zu verstehen und dass er gewisse Dinge ganz einfach für sich selbst einfach erfährt. Ihm es leichter fallen würde, wenn er ganz einfach in Ruhe seine Schuhe anzieht, vielleicht mich vorher auch noch fragt und wir gemeinsam untergehen. Aber ich lasse ihm die Erfahrung einfach machen. Ich bin halt manchmal auch nicht die Schnellste und ja, möchte ihm aber auch nicht beibringen, dass ich dann sofort losrenne, weil er einen Wutanfall bekommt. Aber ich lasse ihm seine Gefühle und das finde ich ganz wichtig und ich versuche das auch bei meiner Tochter. Und die ist ja jetzt schon im Alter, wo noch ganz andere Emotionen dazukommen, wo auch sie sich das ein oder andere Mal zurückzieht, wo es auch mal Dinge gibt wie, ich bin nicht mehr deine Freundin, ich bin nicht mehr deine Tochter oder was auch immer. Und es sind halt alles Gefühle und sie lernt jetzt gerade, wie sie diese Gefühle kommuniziert. Und ich kann von mir sagen, dass ich daran immer noch lerne. Ich bin immer noch ein emsiger Schüler. Am Spüren und Kommunizieren meiner eigenen Gefühle. Und seitdem mir das auch wirklich ganz bewusst geworden ist, fällt es mir beispielsweise auch viel, viel leichter, mit den Emotionen meiner Kinder zurechtzukommen. Auch einfach mal Dinge, ja, sein zu lassen, Dinge einfach auszuhalten. Denn diese Empathie, die ganz einfach entsteht, wenn wir selbst spüren, dass wir gewisse Herausforderungen mit unseren eigenen Gefühlen haben, dass wir Gefühle wegdrücken und wir vielleicht auch verstehen, warum wir sie wegdrücken, weil wir vielleicht Angst vor ihnen haben, weil wir eventuell Angst haben, dass sie uns wehtun können oder was auch immer. Und deswegen auch da sind in meiner Warte die Kinder so, 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 so wertvoll. So wertvoll. Außerdem finde ich auch immer, seitdem ich mich da echt tief mit beschäftige, fällt mir auch immer mehr ein, wie ich selbst war als Kind, welche Dinge ich einfach gedacht habe, welche Situationen einfach da waren. Und vielleicht kennst du das auch, dass als Mutter, sobald die Kinder da sind, dass so gewisse Dinge einfach hochkommen. Und ich habe mich mit einigen Müttern unterhalten und viele haben mir dann berichtet, dass sie das einfach weggedrückt haben. Und ich muss sagen, ich bin dafür echt dankbar, dass ich damals mit meiner Tochter dann eine Zeit lang ganz alleine war. Und dadurch, dass mir meine kleine Tochter so viel beigebracht hat, ich hingucken musste. Ich konnte nicht anders. Ich musste aus irgendeinem Grund einfach hingucken. Ich habe mir all die Dinge angeguckt und habe so viel gemacht. Und das war der Grundstein für das, was ich heute tue. Das ist der Grundstein dafür, wer ich heute bin. Dass ich nicht mehr so verbittert und traurig und ständig wütend bin, sondern dass ich einfach, ja, eine Person bin, ja,
die sich irgendwie im Gleichgewicht fühlt. Genau. Gut, genug davon. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt hier ein bisschen inspirieren, einfach unsere Kinder insgesamt von einer etwas anderen Seite zu betrachten. Und vielleicht kann ich dich auch dazu inspirieren, einfach mal zu versuchen, die Bewegungen, die dein Kind gerade jetzt, wo wir viel mit unseren Kindern zusammen sind, einfach mal auszuprobieren. Einfach mal auszutesten, ob du all die Dinge noch kannst. Genau, ich freue mich über den Austausch, was ihr eventuell ausprobiert habt und was nicht. Und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn du diese Folge mit anderen teilst, die das Thema eventuell auch interessieren könnte. Und schreib mir doch auch einfach einen Kommentar bei Instagram oder Facebook unter dem heutigen Post, wie dir die Folge gefallen hat und welche Dinge du für dich mitnimmst. Denn über all diese Dinge kann ich natürlich meine ganze Vision und ja, meine Arbeit in die Welt bringen. Und das ist ja meine Vision. Genau, ich freue mich auf den gemeinsamen Austausch. Und falls du noch Fragen haben solltest, kannst du dich natürlich jederzeit gerne bei mir melden. Und bis dahin, denk immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Jeden Tag. Bleibe bewegt, deine Marie.